Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OMSI. Bus Aachen hat sich gewünscht, dass wir auf Weiershausen fahren, die Linie 2. Ich bin aber heute mal nicht alleine. Ich habe einen, sag mal, Fahrgast, beziehungsweise einen Kollegen, der auch Weiershausen bei sich fährt. Und das ist der Tomtas. Hallo Tomtas. Genau, so sieht's aus. Ich bin auch mal dabei. Ja, mal, immer wieder mal was Neues. Da sind wir dabei. Ne, dann fangen wir mal lieber nicht an zu singen. Das geht nicht gut, Na, lieber ne? nicht. Also singen ist, glaube ich, nicht so unsere Stärke. Das muss nicht sein. Gut, ich würde Naja, besser sagen. du mit deinem Mikrofon aber schon. Du kannst schon singen, du. Das will keiner hören, glaub mir. Ja, 3 Minuten haben wir noch ungefähr. 3,7 Minuten haben wir noch. Ja, aber Genau. das reicht gerade mal, um die Heizung und den ganzen Scheiß anzumachen, weil es ist ja doch frisch. Ein bisschen. Dezent. Dezent, dezent. Dann müssen wir auch noch Schilder nähen, ne? Irgendwie so. Jo, was für ein Bus fassen du? Also ich fahre den, ich zeig dir nochmal von außen, den Neoplan 4016 mit einem Repaint von einem sehr netten YouTube-Kollegen von mir, der also ein Abonnent von mir, von meinem Kanal, der mir dieses Repaint erstellt hat. Erstmal auch hier an dieser Stelle nochmal einen riesen Dank. Sieht obergeil aus. Weil es gibt in dem Bus so richtig schöne neue Features drin. Ne? Du kennst ja in den Bussen hinten bei MAN zum Beispiel den NL202, ne? Ja, Den klar. Sicherungskasten, wo der Stoppknopf drauf ist. Ne? Ja. Da hat er jetzt keine Werbefläche reingebaut, sondern hat mein Logo reingemacht. Und oben drüber hat er dann YouTube TomTaz01 stehen, Facebook TomTaz01 und Twitch TomTaz01. Na bitte. Ja, ich fahre den Solaris Urbino von CMB, so wie sich's der Bus Aachen gewünscht hat. Da es wirklich in Wirklichkeit kein Repaint für diese Map gibt, habe ich halt ein DB Repaint genommen. Ich glaube, das passt noch am ehesten. Aber ich sollte mal schildern, weil wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Linie. Geschildert habe ich schon. Oh, ich muss die Hilfsbeute erstmal anmachen. Ne? Wäre vielleicht nicht so schlecht, ja. Wo stehe ich denn jetzt richtig? Ich weiß nicht, wenn du vor dir zwei Pfeile hast, wobei der linke nach Linie 2 zeigt, dann ja. Ja, dann bin ich richtig, ne? Müssen wir denn jetzt schon losfahren hier oder was? Nur 2 Minuten haben wir noch. Ja, Also. da müssen wir am Hauptbahnhof sein. Ja, wir stehen ja schon da. Ach so, da muss ich ein Stück nach vorne fahren. Ach, da jetzt verstehe ich. Wir stehen ja schon am Hauptbahnhof. Aber irgendwie will keiner einsteigen bei mir. Da ist so eine junge Dame da vor mir. Hauptbahnhof über Stadtgrenze, na, das passt ja eigentlich. Wollen Sie nicht einsteigen? Nee, bei mir fährt keiner mit. Wer nicht will, der Irgendwie. hat schon. Irgendwie auch nicht. Dann macht die Tür wieder zu, weil sonst wird es ja nie warm hier drin. Das ist eine sehr gute Idee. Wer nicht will, der hat schon. Ach, Licht anschaut, ne? Lichtfahrer sind sichtbar. Licht, es ist stark hell da draußen. Aber von mir was? Moment. Mach mal nur das Standlicht rein. Ne? Zack. Und dann mache ich mein Tagfahrlicht an. Das hat nämlich der Bus. Ja, mein Solaris hat das leider nicht, also fahren wir ohne. Bin gespannt, ob es da in der Kiste irgendwann warm wird. Ja, also ich merke jetzt im Moment nichts, aber wir haben schon wieder 15 Grad drin. Ja, Das hat irgendwie. eine volle Lotte am Laufen hier. Ja, bei mir auch. So, ich stelle es mal auf Wheeling habe ich Stufe auch. 2. Ah ja, wird schon hinhauen. Ja, Und jetzt wenn warten wir nicht, noch dann mal. meckern sie halt ein Oh, bisschen. da hinter mir ist ein Bus gekommen, da steigt die jetzt ein. Oder auch nicht. Doch, der ist Ja, mir sogar hinter schon mir steht auch reingefahren. einer, das ist wahrscheinlich der, den wir ablösen, Der hoffentlich. 1. Die 1 ist das. Er macht die Tür nicht auf. Ah, Hinter jetzt mir hat sie stehen schön sogar draußen in drei. der Grotte stehen. Hinter mir stehen sogar zwei Busse. So, ich würde sagen, wir haben unsere Abfahrtzeit gleich erreicht. Ja, ich brauche hier nur aufs Gaspedal drücken, ne? Ist ja Haltestellbremse eh raus. Ich habe wieder hier ein bisschen gemoddet, meinen Bus, ne? Das kennt man ja schon. Ich habe nicht einen originalen Bus mehr, glaube ich. Ah doch, die MAN SD-Reihe da. Die habe ich alle noch original. Aber sonst habe ich immer an jedem Bus schon irgendwas rumgeschraubt. So, man sollte vielleicht einen Gang anlegen, dann kann man auch fahren. So, 0-0 ist. Ab geht's. Genau. Ich fahr auch schon los. Linie 2 nach links, okay.
Omsi, du darfst auch mal die Karte nachladen. Das wäre mir sehr, wäre ich dir sehr verbunden. Ja, das sind die typischen Omsi-Probleme. Ich hoffe noch immer, dass sie das mit dem zweiten Teil beheben. Nächste Haltestelle, Wernerstraße. Man hört deinen Lenker, da war schon ordentlich stark, ne? Ich weiß. Kann ich aber leider nicht ändern. Das wird wahrscheinlich bei mir auch bei der nächsten Omsi-Folge sein. Eigentlich hatte ich ja schon gehofft, dass ich das heute gleich mit aufnehmen kann, mit dem gleichen Mikro. Aber die Post hat das eben halt nicht haben wollen. Ja, mein, ist es normal bei euch, dass die Post am Samstag zustellt? Ja. Okay. Die Rail stellt am Samstag zu. So, Wernerstraße. Ja, du kriegst deine Tageskarte, jetzt laber mich nicht voll hier, danke. Ja, die Post, also Briefe kriegen wir am Samstag und Päckchen wieder am Samstag. Hallo. Hallo. Okay. Eine Tageskarte bitte. Also Päckchen, Paket und so. So, wo ist die Tageskarte? Ah, da, da. Ausgabe. Einer zurück. Einmal normal bitte. Also wenn man es unschwer hört, sind wir beide immer noch ein bisschen krank. Okay, wie kommst du denn drauf? Danke. Ja, ich hab dein Infovideo gesehen. Sagen wir mal so. Da hast du schon gar nicht mehr gesprochen. Na, da habe ich mehr gekrächzt, das ist recht. Nee, da hast du ja gar nichts gesprochen, glaube ich, oder? Achso, das erste Infovideo, ja. Ja. Nächste Haltestelle Hauptplatz, zentraler Umsteigepunkt. Umsteigepunkt. Ach, warum blinke ich denn hier überhaupt? Oh, jetzt muss ich aufpassen, diese verdammten Poler, die sind gefährlich, ey. Ja, da komme ich auch gerade hin. Und da in der Mitte muss man besonders aufpassen, weil da kommt gerne ein anderer Bus entgegen. Ey, da steigt auch keiner ein. Haben wir auch Platz. Na gut. Die warten wahrscheinlich alle am Einser. Da wollte einer aussteigen. Warum blickst du nochmal? Verdammte Scheiße, die Tür ist doch eh offen, oder? Gut, bei mir ach, will auch Manfred keiner mit. Ich wollte hinten aussteigen. Die Tür war eh offen. Der gute Manfred. Hast du den Kneeling aktiviert, dass er aussteigen kann? Nö. Das ist ja automatisches Kneeling da. Oh, da kommt der Bus. Da kommt der Bus. Oh, ja, ich habe ihn auch gerade gesehen. Sollte ein bisschen schneller fahren. Ich habe schon plus 0,8. Ich habe 0,8. Aber ich überhole jetzt mal einen PKW. Der nicht das Gaspedal findet. Jetzt drückt er aufs Gas, ne? Ist klar. Das ist doch immer so, oder? Ich hab doch keine Anzeige gehört, warum? Hat mich schon verfahren? Weiß ich nicht. Aber irgendwie ist die Linie sehr fahrgastarm. Ja, kriegst du deine Taskkarte, bitteschön, gerne. Aber bitte hinsetzen, ja? Ich muss erst mal gucken, rote Schrift einblenden, ob ich da richtig... Ja, ist alles klar. Ich bin mal wieder nicht weitergeschaut. Ja, ich bin jetzt gerade am Stadtwall vorbeigefahren, da gibt es irgendwie keine Fahrgäste. Und aussteigen will auch niemand. Ja, meine Tür geht schon wieder nicht zu. Ja, es sind immer diese Neoplan-Fahrzeuge da. Unglaublich, ne? Ja. Da steht ja auch Manfred wieder im Weg hier. Ruf den anderen an. Ich glaub's ja jetzt wohl. Einkaufszentrum. Oh, meine Tür geht hinten. Jetzt geht die dritte Tür nicht mehr zu. Ja, es ist ein bisschen doof, würde ich sagen. So, endlich. 1,2 Minuten Verspätung. Hallo. Hallo. Ist noch eine leichte Fahrplanabweichung. Das geht schon, das passt alles. Erst ab 2 Minuten wird's kritisch, ja. Oh, da will wir aussteigen? Oh, da ist Stau. Wann hat denn der drückt? Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der gedrückt hat. Da und roter Ampel. Ich liebe das. Ja, meine schaltet gerade auf grün um. Ich bin schon beim Einkaufszentrum. Und er hat leider gerade die Ansagen gemixt. Die kamen nämlich von einer anderen Map. Nächste Haltestelle. Umsteigemöglichkeit zu den regionalen Oberlandbussen.
Hier geht's fahren, aber auch hier, du. Ich hab keine Zeit mehr, ich bin schon zu spät dran hier, verdammte Scheiße. Weißt du, das Schlimme ist ja, wenn du zuerst ETS 2 gespielt hast, dann OMSI spielst. Ja. Tut mir sich ein bisschen schwer mit der Umstellung. Ach, passt alles. Ja, junge Dame, du kriegst deine Tageskarte, du brauchst mich nicht jedes Mal voll labern. Bitteschön. Jetzt geht die Tür immer noch nicht zu, ich glaube, es sagt er, das ist unglaublich. Ist das Skript doch ein bisschen zu überempfindlich? Ja, das Skript ist etwas zu überempfindlich, aber ich finde es ja auch irgendwo gut, ne? Weil es macht ja doch irgendwo Fun, dass du nicht direkt wegkommst. Ja, aber es fasst doch so eine alte Kiste, mein selber schuld. Ah, egal, jetzt komme ich sowieso in der 60er Zone. Und ich habe 80 fahren. Ja, durch die bin ich schon durch. Ich stehe schon an der nächsten Ampel. Ja, hoffen wir mal, dass sie grün ist, weil sonst wird es mit meiner Verspätung her. Ich meine, ich bin noch unter einer Minute. Das ist noch alles akzeptabel. Nächste Haltestelle. Natürlich ist sie grün. Hust, hust. Bist du jetzt bei Taxigelb gefahren oder was? Upsala, habe ich das doch nicht gebremst gekriegt hier. Steigen die jetzt noch rein? Wow, die KI wartet, die lässt mich fahren. Dankeschön. Was ganz was Neues in OMSI. Guten Tag. Geht die Kurbelei wieder los hier? Links, rechts, links, rechts, ey. Aber ist doch schon in der 30er Zone. Ja, ja. Da steht ein Auto! Gar nicht gesehen. Aber nicht mitgenommen. Ja, dann ist es ja wurscht, oder? Das sagt man nicht so laut, ey. Ich rede so laut wie ich, wie was? Ich habe aber auch kein 30er Schild gesehen, tut mir leid. Stand nach der Kurve. Aber ich halte mich auch nicht dran, ich fahre auch 40. Okay, die Anzeige Stadtgrenze funktioniert scheinbar nicht. Wieso? Ja, und ich habe sie überhört. Ich bin jetzt am Holunderweg erst. Hallo. Erst am Holunderweg. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag geht. Eine Tageskarte will er haben. Bist du schon an der Stadtgrenze? Ja, gerade eingefahren. Dann wartet doch da mal auf mich. Dankeschön. Mach ich. Aber wahrscheinlich werden wir. Hab schon plus 0,6. Wo bist denn du? Ich komme jetzt gleich. Stadtgrenze. Ja, sagst mal, wenn du abfährst, dann fahre ich auch ab. Ja, wenn ein paar Leute rauslassen hier, ne? Der kommt steig aus. Kannst du nicht schneller gehen? So bin ich zwar nicht mehr im Zeitplan, aber wurscht. Jo. Los geht's. Okay. Abfahrt. Jetzt kommt erst der interessantere Teil von der Map, also von der Strecke. Nächste Haltestelle zum Endfang. Erstmal die Heizung ausgemacht, weil 23 Grad sollten glaube ich reichen. Also bei mir wird es irgendwie nicht mehr, ich habe noch immer 14,8, aber es meckert keiner. Da will eh keiner mit, also weiterfahren. Jetzt habe ich da so einen tollen Mercedes vor mir, der ungefähr 20 fährt. Oh, ich habe da keinen vor mir. Sehr gut. Ach ne, hätte ich das mal lieber nicht gesagt, du. Hallo Manfred. Da stehen die Autos mitten auf der Straße. Das habe ich aber auch noch nie gesehen. Ja, das war auch mein erstes Mal auf dieser Map, wo ich das gesehen habe. Und ich kenne auch keine andere Map, wo das so gelöst ist. Eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Weil was anderes, ja. Nächste Haltestelle, Südstadt.
Südstadt. Du bist schon weiter als eine ich, oder wie? Eine Kurzstrecke, bete schon gern. Du bist jetzt schon weiter als ich? Ich stehe jetzt da an Südstadt. Okay, bin ich gleich in ungefähr 30 Meter. Ich warte auf dich beim Losfahren dann. Aber bei mir steht ein Haufen Leute. Ja, ich habe auch ein paar eingesammelt hier. Ein paar Beförderungsfälle. Und der eine, der steppt sich in den Bus. Guten Tag. Hallo. Servus. Hallo. Hallo. Das ist schon was anderes, wenn man da zu zweiten Let's Play macht, ne? Ja, sicher. Vor allem, oh Mann. Hast du was zum Reden? Ich wüsste nicht, was ich erzählen soll. So, ich fahr jetzt los, gell? Okay. Aber du musst jetzt auch echt beim Fahren aufpassen, dass du den Kübel da nicht mitnimmst, links von dir. Ah, weht alles. Ja, eh. Der Solaris ist halt ein bisschen unübersichtlich, finde ich. Ja, wegen dem Spiegel. Ja, weil du keinen siehst in der normalen Einstellung. Weingärten. So, so. Bei der Weingarten. Hallo. Wollen wir nicht mal aussteigen und einen Wein holen? Ja, warum nicht? Was möchtest du haben? Eine 270-Karte? Dann sag mir das doch bitte. Bitteschön. Wieso kann ich nicht losfahren? Ah, jetzt. Ja, wahrscheinlich die Tür noch offen. Nö. Nee. Dafür habe ich eine Kontrollleuchte im Dashboard. Unter der Brücke durch und dann gleich rechts. Das hätte ich jetzt bald übersehen, hättest du das nicht gesagt, ey. Und dann direkt an der Ecke einer Haltestelle, ey. Was soll das jetzt werden mit deinen komischen BX? Ich stehe noch nicht einmal weit in der Kreuzung drin und der biegt ab und fährt mal voll rein. Oh. Das ist so ein Unfall, den ich dann nicht melden würde, weil... Oh, wir sind zu früh. Welcher Unfall? Wir sind zu früh. Sind wir zu früh? Wie man das macht. Ja, Manfred, ich... 7 Minuten zu früh. Lieber Manfred, ja, ich habe den Führerschein gewonnen. Ich stehe ja schon wieder am Holunderweg. Ja, ich versuch's auch gerade. Aber da, genau bei der Kreuzung, ist mir der tolle Citroën reingefahren. Nee, da hatte ich ja zum Glück beim Abbiegen keinen da gehabt. Können Sie nicht mal die Heizung anmachen? Jetzt meckern's, dass ja noch zu kalt ist. Könnt's auch zu Fuß gehen. Bei mir meckert's jetzt gleich, dass was zu warm ist. Dann machen wir mal lieber das Dachfenster auf da hinten, ne? Zack! Temperatur rauslassen hier. Meine, wir stehen hier immer noch Grad. Eine Minute, da können wir ja die Tür nochmal aufmachen. Also ich habe noch 0,6. Ich habe noch eine Minute, plus. Plus? Dann bist du jetzt spät dran. Ach, minus, meine ich. 0,9 okay. Jetzt. Komisch, 0,4. Aber die meckern was zusammen, das ist unglaublich. So schlecht fahre ich doch nicht. Dazu die Tür fahren wir jetzt nicht weiter noch. Ja, wie ich dachte, so. Bringt aber nichts. Habe ich denn noch irgendwo die Heizung her? Da alles ausgeschaltet, ne? Muss gestehen, ich weiß gar nicht, wie die Heizung funktioniert in dem Neoplan. Dann fahre ich so selten. Oh, die funktioniert schon. Der nächste Vollkoffer. Steht wahrscheinlich da einer ist hinter ja ein mir. Ein Vorrang geben Schildchen, ne? Also geben wir mal den Vorrang. Kommt eh keiner. Also warum sollte ich Vorrang geben? Ampel ist auch gleich grün, so macht man das, oder? Das so, ich hoffe, da kommt jetzt keiner, weil langsam nervt es wieder euch ein Abbiegen da. Junge Dame! Wieso haben Sie grün? Also irgendwie sind die Abbiegespuren komisch verlegt auf der Map.
Weil es wäre wieder fast so einer so reingefahren wie vorher. Wenn ich ja 3 Meter weiter vorn gewesen wäre. Hallöchen! Jo, sozusagen bei der Kurzstrecke, warte mal, da ist sie da. Da, bitteschön. Und dann zahlen sie mit dem 10er, oder wie? Seht doch mal. Der nächste auch mit der Kurzstrecke, schon wieder 10er. Also in echt würdest du wahrscheinlich sagen, seien sie froh, dass ich nicht mit einem 50er zahle. Wir werden bei uns in Deutschland gar nicht angenommen. Achso? Die Euroscheine. Ne. Da müssen sie in Schwerte gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wie das bei uns ist. Da ich eine Jahreskarte habe. So, was ist jetzt mit dir hier auf der Kreuzung? Stehst du jetzt blöd rum oder wie läuft das jetzt hier? So, ich fahr mal weiter. Ich komme jetzt in die 60er Zone. Mal hier Kante überholt. Genau. Sind wir ja schon wieder am Einkaufszentrum. Jo, ja. Ja, ich bin noch nicht da, aber gleich. Ne, ich fahre gerade unter dieser Fußgängerbrücke durch. Ja, ja. Da sind wir ja nahezu synchron. Ja. Kriegen wir auch nicht oft hin, gell? Scheiße, Rotampel. Sie haben sich unerlaubterweise von Unfall entfernt. Welcher Unfall? Wenn der mir reinfährt, melde ich den auch den sicher nicht. Mann, muss ich jetzt extra abbremsen wegen der scheiß Ampel, weißt du das? Und dann wird die grün. Ich stehe schon im Einkaufszentrum, gell? Ja, da bin ich jetzt auch gerade. Ach so, scheiße, ich muss ja Leute rauslassen. Entschuldigung! Und eine Minute Verspätung. Sehr schön. Ne, 04. Komisch, wir haben den gleichen Fahrplan, aber trotzdem irgendwie. Zum 800 Jahre alten Stadtturm. Ja, irgendein Rechner geht langsamer oder schneller? Scheinbar. Ja, das ist wieder, halt oben hier. Wieder rote Ampel hier. Da bist du gerade rumgefahren, so wie sie das angehört hat. Ja. Korrekt. Wie weißt du das bloß? Ich hab das gehört, ne? Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man wieder einen Großmembran aufnimmt. Da hört man alles. Wahrscheinlich sogar, wenn der Nachbar durch die Wand bohrt oder so. Möglich ist das. Zumindest nicht ausgeschlossen, ne? Guten Tag. Ja, kriegst du sofort. Ich muss nur eben gucken, dass ich hinten kann einklemmen mit der Tür. Bitte schön. Ich gebe da nur einen Tipp, die Kreuzung nach dem Stadtwall ist auch recht gefährlich, weil da fahren sie gerne einfach mal so drüber. Ja? Jo. Ja, ich darf eigentlich sowieso nicht fahren. Aber die warten hier alle. Da fahr ich, ne? So, wieso der Schalter jetzt ist weiter? Nächste Haltestelle Hauptplatz, zentraler Umsteigepunkt. Umsteigemöglichkeit zu allen Linien der Stadt und zwei Haus. Oh, Kollege, Dachheim! Wir sind gleich 2 entgegengekommen. Oh, da ist eine 10er-Zone sogar und ich fahre da mit 60, ey. Übertreibst du es ein bisschen, ha? Ja, langsam fahren kann ich nicht. Hallo. Eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke, Wille. Wo ist denn das auf diesem Init? Da. Diesen verdammten Pöller muss man so aufpassen, ey. Ja. Vor allem, wenn der Bus eine schlechte Bounding Box hat. Muss ich mir erstmal die Nieden reinschmeißen. So, bitteschön. Jetzt habt ihr es leichter zum Aussteigen, ne? Boostiest du. Muss ich mir auch nochmal unbedingt aufs Lenkrad legen, diesen Kneeling. Ja, sollte ich auch. So, Linie 2 rechts. Nächste Haltestelle Wernerstraße. Zugang zum Erholungszentrum der Stadt.
Na, ja, schon wieder eine Minute Verspätung, ey. Ja, ich glaube, der Fahrplan ist etwas schlecht. Da kommt da einer. Ich sehe gerade nichts. Ich hoffe nicht. Ihr bleibt jetzt schön stehen hier, ne? Ist eh klar. Bin stärker als ihr alle zusammen, ey. Was das ist, liebe Fahrgäste, kann ich euch sagen. Schnelles Kurvenfahren. Hallo. Du übertreibst wieder mal. Habe irgendwie so das Gefühl. Warum? Ich hatte gerade mal 31 km/h oder so drauf in der Kurve. Das ist in der 30er-Zone, also wirklich. Ja, aber wirklich, ne? Immer diese Raser. Genau, immer diese Raser. Nächste Haltestelle. Ich habe ja auch Verspätung, also muss ich aufs Gas drücken. Es nutzt alles. Alle Fahrgäste auszusteigen. Sie haben Anschluss zu regionalen. Genau, wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Hab ich doch schon da. Nee, ich bin noch nicht da, die Anzahl zumindest. Ja, ich bei mir auch und ich bieg gerade ab. Ich versuch's zumindest. Ja, die rennen wir jetzt im Bus rein. Da ist kein Zebrastreifen, nee, Frau, da dürfen wir es eigentlich nicht drüber gehen. Ganz schön eng hier. So, Fahrplan, ja. Was haben wir denn? Ja, was mit euch? Überall okay. 1,20 Verspätung. Ja, okay. Ja, ist auch alles okay bei mir. Höchste Verspätung war 1,13. Das ist noch akzeptabel. So, Bus abstellen. Erstmal Dienstplan abgeben, ne? Ja, das auch. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo auch eine Betriebsfahrt haben. Wo willst du denn hinfahren? Da gibt es ja keinen Betriebshof. Ich glaube, da gibt es keinen Betriebshof auf der Map. Gibt noch nicht mehr als ein Schild mit Dienstfahrt oder so. Ja, ich finde es eigentlich schade, dass die Map anscheinend nicht weiterentwickelt wurde. Weil sie hat Potenzial, finde ich. Hat schöne Stellen. Ja, hat sie auch. Ja, also ich bin fertig, ich habe alles abgegeben und habe den Bus abgestellt. Ne, den habe ich noch nicht abgestellt. Ich muss ja erstmal wohin fahren, wo ich dann abstellen kann. Ich kann ja nicht hier stehen lassen hier. Sicher. Soll sich der Nächste drum kümmern. Dann fahren wir halt einmal da links, ne? Da fährt sowieso keiner. Ich habe schon abgedreht. Bin schon ausgestiegen. So. Gang raus. Handbremse angezogen. Tür auf. Motor aus. Genau. Und der Kollege mit seinem SD77 oder was das ist, kommt auch schon. Ah, deswegen bin ich ja weggefahren. Ich sehe die andere Richtung. Da. Ich bin fertig. Jo. Können wir den Bus nochmal von außen begutachten, ne? Nochmal einen Screenshot machen. So, ich vergesse das hier immer. Ja, das brauche ich nicht. Wie wir ja schon erörtert haben vorher. Genau. Ja gut, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht dann wieder mit Gast, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall auch sehr dankbar, dass ich da überhaupt mit dir mitfahren durfte. Gerne wieder. Wir haben ja auf jeden Fall, also das ist dann nicht so eintönig, die ganze Nummer hier, ne? Das muss man ja auch so ein bisschen sagen, weil sonst unterhält man sich, Leute, ihr braucht das, ihr denkt, ihr müsst das wirklich mal verstehen. Man unterhält sich mit einem verdammten Mikrofon, wenn man alleine ist. Man hat keinen Gesprächspartner, man unterhält sich mit einem verdammten Mikrofon. So ist das. Und das ist, wenn man das nicht kann am Anfang, ist das schon sehr schwierig. Also Let's Player werden ist nicht so einfach, Leute. Vergesst das mal. Ja, aber wie gesagt, ich danke auch fürs Zusehen. Haut einen Daumen nach oben rein, lasst ein Abo da und ich bin raus. Tschüssi. Bis dann. Tschüss.